Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Toji TV. Und heute schauen wir mal, was denn der Unterschied zwischen der davongekommenen Fähigkeit, die ihr hier jetzt seht, und der Angeberfähigkeit ist. Ja, hier bin ich gerade an einem Auto vorbeigedriftet und ihr seht oben, scheint auch schon die davongekommenen Fähigkeit. Soweit, so gut. Doch für die Angeberfähigkeit muss man das gleiche tun. Und hier links in der Aufgabe seht ihr, dass ich mit einem 69er Charger versuchen muss, eine davongekommenen Fähigkeit in einem Rennen zu machen. Wie geht das jetzt? Okay, ihr werdet jetzt hier sehen, dass ich an den Autos vorbeidrifte. Mal mehr oder weniger erfolgreich dabei überhole. Jetzt bekomme ich alles mögliche. Windschatten, ultimatives Überholen, Schleuder, Drift und so weiter und so fort. Hier, Angeber. Aber warum keine davongekommen Fähigkeit? Ich drifte doch an Autos vorbei. Nun, das ist ganz einfach. In dieser Situation, an diesem Auto zum Beispiel, drifte ich nicht vorbei, sondern überhole es, da es einem Rennen ist. Das ist mein Renngegner. In dem Moment ist kein Vorbeifahren, sondern Überholen. Also, Vorbeidriften in einem Rennen ist eine Angeberfähigkeit, weil es Überholen ist. Vorbeidriften an einem NPC, wie bei dem Fahrzeug jetzt hier vorne, ist einfach nur Vorbeidriften. Und schon seht ihr, wie links der Haken aufpoppt und ich es geschafft habe. Also, die davongekommene Fähigkeit ist einfach nur an einem NPC vorbeizudriften. Die Angeberfähigkeit ist es in einem Rennen bei einem Gegner zu machen. Das ist schon der ganze Trick. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bei Forza. Macht's gut, euer Torwam 137.